Hallo Jungs und willkommen zur letzten Folge von meinem F1 2019 Karriere-Let's Play, beziehungsweise nein, falsch, zum letzten Rennen in dieser Saison, Leute. Wir machen natürlich eine zweite Saison, die hängen wir auch direkt da hinten dran, aber erstmal geht es darum, noch einmal zu zeigen, können wir noch einmal hier vielleicht einen Sieg holen oder zumindest aufs Podest fahren in Abu Dhabi, hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Qualifying gerade, bis jetzt sieht nicht schlecht aus, würde ich mal sagen. Können wir extra nochmal hier für den Anlass gekleidet, ja? Nochmal schön die Speakin' Racing Cap aufgezogen. Um natürlich dann auch gebührend auf dem Podium feiern zu können, auf dem wir hoffentlich landen. Aber erstmal sind wir nur Vierter. Und unser Topspeed können sie uns auch gleich auf den Fünften droppen lassen. Aber nee, wir bleiben erstmal Vierter, aber Hamilton da relativ weit weg vorne. Mercedes hat tatsächlich im Entwicklungsdiagramm, sieht man, sich immer weiterentwickelt in der ganzen Saison, während, also wir auch, aber niemand sich so krass weiterentwickelt wie Mercedes. Die waren schon Erster und haben sich noch weiter wegentwickelt. Also an die kommt irgendwie niemand ran. Hoffen wir, dass das in der nächsten Saison anders ausschaut, denn wir wollen ja Weltmeister werden nächstes Jahr. Dieses Jahr, da steht schon fest, werden wir Fünfter Fahrer und ich glaube Vierter in der Konstrukteurswertung, weil wir keinen Teamkollegen haben, der auch nur andersweise gut fährt. Bis jetzt hatten zumindest. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Das hier war ja gar nicht, tatsächlich gar nicht so scheiße, zumindest im Vergleich zu Lando Norris. Alles hier aufs Spiel bezogen. Ja, ein echt guter Fahrer, vor allem Lando Norris, aber hier im Spiel, halleluja, da war es eh nicht ganz so gut. Und diese Runde ist auch nicht so gut, ja? Wir starten tatsächlich jetzt nur von 7 wahrscheinlich, wie es hier ausschaut. Ne, wir haben doch mal irgendwas rausgeholt, wir sind doch wieder Vierter. Sind wir doch nochmal Vierter? Jawoll! Irgendwo haben wir doch nochmal Zeit gut gemacht gerade. Ja, nice. Ich dachte, wir waren kurz Packungverschluss vom 7., aber sind wir doch Vierter geworden. Ging wahrscheinlich wieder ziemlich eng zu. Werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Oh, vor Lukas Weber. Bottas und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Aber knapp. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Zumindest mit Lukas Weber war das sehr, sehr knapp, aber tatsächlich scheint der letzte Sektor dann ziemlich stark bei uns zu sein. Und Pierre Gasly, endlich mal ein McLaren-Fahrer, der es auch wirklich schafft, hier auf den 6. Platz zu fahren, ja? Da können sich mal die ganzen Leute mal, die sagen, 90er Schwierigkeit, stell auch mal auf 100, mache ich vielleicht auch nächste Saison, ja? Oder 95, auf jeden Fall die Ideallinie will ich ausmachen. Aber ihr seht, mein Teamkollege Pierre Gasly ist nicht weit hinter mir. Ist nur 2 Plätze hinter mir ist im Qualifying. Natürlich mit einem gewissen Gap aber da. Also mal schauen, Leute. Und ich will auch auf die Schwierigkeit noch hochstellen, Leute. Ich will auf jeden Fall dauerhaft auf 100 kommen. Weil macht, ist natürlich auch viel geiler zu sagen, wenn du auf 100er Schwierigkeit fährst. Als auf 90er. Aber trotzdem, 90er ist schon hoch. Bei Pizmit sind sie mit 80 unterwegs. Ich glaube, da kann man mit 90, kann man da nicht meckern. Und diese Saison sind wir die ganze Zeit damit gefahren. Auch die letzte Rennen fahren wir damit und versuchen jetzt nochmal hier zu gewinnen, Leute. Und es ist, ich würde sagen, es könnte möglich sein. Gern mehr davon. Gerne, gerne. Ich zeige noch ein letztes Mal hier unsere, den Verlauf. Ihr seht, wir sind das drittbeste Team von der Leistung, kurz hinter Red Bull und ein großes Stück hinter AMG. Man sieht es auch schön hier im Verlauf, ja. Mercedes hat sich einfach immer weiter nach oben entwickelt, mittlerweile so ein riesen Gap. Und dahinter, bei uns geht es ziemlich eng zu. Die einzigen, die echt nicht cool sind, sind Alfa Romeo und Williams. Aber, ja, jetzt bleibt uns nichts mehr zu sagen, ja. Es ist Nachtrennen, beziehungsweise man fährt da eigentlich in die Dämmerung rein. Also eigentlich ist es ein bisschen falsch, was da steht. Das ist ja das Besondere am Abu Dhabi-Rennen. Aber ich schätze mal, dass uns das der Heiko jetzt auch nochmal hier ordentlich erklären wird. Willkommen auf dem Yas Island Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Die Fahrer werden heute auf dem Yas Island Circuit von 21 Kurven und einer Rundenlänge von 5,4 Kilometern erwartet. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter 2 lange Geraden und DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Das ist natürlich schlechter. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Startaufstellung ist, ob irgendjemand noch Strafen bekommen hat für das letzte Rennen. Stefan Römer mit seiner eigenen Perspektive. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Was für eine grandiose Saison. Ja, der ist ja Weltmeister. Ich will die Startaufstellung sehen, Jungs. Es ist nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Ja, okay, okay. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Knapp in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc und ein McLaren, Lukas Weber und Gasly, Butler. Mhm. Okay, also alles wie gehabt geblieben. Keine weiteren Strafen, zumindest nicht in unserem direkten Umfeld. Puh, ja, es wird schwer, die Mercedes heute zu schlagen. Die Saison mit einer
einer starken Leistung beenden. Ich nehme ausnahmsweise mal nur ganz bisschen mehr Sprit mit als normal. Es wird vorgeschlagen, aber es ist angeblich, ist es aber langsamer, dass wir einen Zwei-Stopper machen. Machen wir aber nicht. Dann macht es ja mehr Sinn, dass man hier wechselt auf den weißen Reifen irgendwann. Aber das schauen wir mal während des Rennens. Es geht erstmal ins Auto, Leute, ja? Wir gehen rein und dann gucken wir erstmal, ob wir irgendwie vielleicht die Mercedes sogar on pace bekommen. Aber es wird schwer. Wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte jetzt hier fürs letzte Rennen, wäre es auf jeden Fall ein einziges Mal, es noch einen passablen Start zu bekommen. Und der war voll gut. Ich glaube, es war mit der beste Start, den ich je hatte. Ich werde trotzdem fast überholt, aber als ich schwierig war, nah dran an Bottas, der eigentlich zwei Plätze vor mir gestartet ist. Deswegen ist Leclerc auch schon neben ihm. Kann ihn aber jetzt erstmal nicht überholen. Aber, Leute, geil. Ich hatte wirklich mal, ich glaube, ich habe es ein bisschen verstanden. Man muss echt ultra wenig Gas geben in den ersten zwei, drei Gängen. Noch weniger, als ich es bisher mal gemacht habe. Okay, kann ich mich dran gewöhnen. Dann habe ich ja für die zweite Saison mal die Chance auf gute Starts. Der Start war okay. Er war super, der Start, der Team immer nix hier. So, wir sind auf Fett, wir sind auf Überholen, wir sind im Windschatten, wir kommen an Leclerc ran, hinter uns Gassi. Schön, Leute, zwei McLaren hier in den Top 5. Oh, Leclerc innen und wir sind außen. Gehen natürlich den weiten Weg jetzt, aber sind durch tatsächlich, das hätte ich nicht erwartet. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen beim Rausbeschleunigen und dementsprechend Leclerc jetzt hier direkt hinter mir. Der wird jetzt versuchen, hier an mir vorbeizukommen. Ich blockiere aber die Innenseite, der kann nur nach außen gehen. Macht er auch. Aber nicht so, dass er vorbei könnte. Mein Ziel ist, Leute, aufs Podium zu kommen, hier im letzten Rennen. Oder sogar ein Sieg, aber ein Sieg, alter Schwede. Die Mercedes, die sind hier, glaube ich, mehr oder weniger unschlagbar. Ihr seht schon, wie die hier fahren. Stell dich mal vor, Gassi, mein Teamkollege, holt jetzt nochmal schön Leclerc ein. Und wir sind wirklich nah dran an Bottas. Und keine Ahnung, wo Vettel ist. Auf jeden Fall irgendwo weiter hinten. Und von mit Bot auf Bottas könnten wir jetzt eine Chance bekommen, wenn wir jetzt gut dranbleiben. Und wir haben es geschafft, wir sind nah dran. Wir sind auf Überholen gestellt, Leute. Jetzt haben wir mehr Speed tatsächlich als der Mercedes und können aus dem Windschatten rausziehen. Und haben ohne DRS nur mit guter Pace es geschafft, hier an Bottas vorbeizuziehen. Aber wir müssen jetzt auch die Bremsung schaffen. Da kommt auch nochmal. Und möchte hier kontern auf der nächsten Geraden. Dafür ist Abu Dhabi bekannt, dass das gut geht. Aber ich konnte ihn Gott sei Dank abwehren. Dadurch hat er Speed verloren und Leclerc kommt an. Praktisch nebeneinander sind die gerade, glaube ich, in die Kurve hinter mir gegangen. Und Leclerc hat sich durchgesetzt. Tatsächlich, vor Mercedes. Vielleicht war mein Start aber auch endlich mal besser, weil ich weniger Benzin mitgenommen habe, ne? Aber dafür habe ich jetzt nicht mehr so viel. Muss gleich gucken, dass ich unterstelle, auch vom Fettgemisch weg. Aber ich glaube, vor allem, weil ich echt wenig Gas gegeben habe. Also das noch krasser reduzieren, als mir eh schon denke, ist, glaube ich, ein bisschen der Trick. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. So, Leclerc wird wahrscheinlich von mir DRS bekommen, aber das Gute ist, dass hinter ihm Bottas auch DRS bekommt und der ist näher als Leclerc an mir dran ist. Das heißt, eher werden die beiden sich betteln, als ich hier ein Problem bekomme. Gehe ich stark von aus. Negativpunkt ist, ich bin zu weit weg von Hamilton. Um da irgendwas selbst machen zu können. Was natürlich mega schade ist. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Oh. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,9. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Ein paar Informationen zu Bottas. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Ah, okay. Deshalb hat Bottas Probleme. Aber wir brauchen Hamilton, der Probleme hat.
und gelbe Flagge. Was passiert? Ist Bottas einfach stehen geblieben? Ne, alles wieder grün, Leute. Alles wieder gut. Doch, gelbe Flagge immer noch in unserem Sektor. Was ist denn hier los? Ach, wegen Bottas, weil Bottas langsam ist. Deswegen. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Ne, Leclerc ist ausgeschieden. Sie sind aus dem Rennen. Was ist da denn passiert? Leclerc ausgeschieden, deswegen Bottas wieder hinter uns. Also auch der Ferrari hier mit technischen Problemen. Das wünsche ich echt keinem, außer Hamilton, weil der ist vor mir. Bitte, mach doch mal irgendwas bei Hamilton. Der kann nicht auch noch das letzte Rennen gewinnen. Der ist schon Weltmeister, das will doch keiner sehen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ja, Leute, wir machen jetzt einen frühen Stopp. In dieser Runde schon, würde ich sagen. Ich weiß, es ist sehr früh, aber wir müssen es einfach riskieren. Wenn die Reifen am Ende kaputt gehen, dann müssen wir nochmal für Rote stoppen irgendwann am Ende. Aber wir werden es jetzt probieren. Das ist die einzige Chance, um Hamilton zu bekommen, wenn wir jetzt irgendwie nochmal mit frischen Reifen da irgendwie was setzen können gegen ihn. Wir sind auch, glaube ich, schon richtig eingestellt. Ja. Okay. Box, Box, Box. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Hey, Junge. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Mann, warum haben die nicht reinprogrammiert, dass man sagen kann, Box, Box, Box. Oder in, out. Das wäre ein bisschen schöner. Würde ich mir wünschen, Codemasters, ja? Vielleicht beim nächsten Mal. Statusreport. Zweiter Platz, du bist auf dem zweiten Platz. Hamilton vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. Noch 11 Runden. Mein Stoppfenster öffnet sich nicht, sondern ich mache jetzt den Boxenstopp, Alter. Soll ich nochmal Bescheid sagen? Boxenstopp! Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Also zwei Runden vor allen anderen. Übrigens, Leute, die Wahrscheinlichkeit für ein Doppelpodium besteht. Wahrscheinlichkeit für ein Doppel-McLaren-Podium besteht, weil mein Teamkollege Sainz Gasly ist direkt hinter Bottas und Bottas hat technische Probleme. Also könnte Gasly da tatsächlich vorbeiziehen, denke ich mal. Die Möglichkeit ist definitiv da. Losfahren, losfahren. So, ein bisschen ERS aufgeladen. Bisschen Benzin gespart, nicht viel, aber ein bisschen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Keine gute Ausfahrt hier gehabt, erst schön verschalten, aber immerhin nicht angeeckt, ja. Ist eine der schwierigsten, zusammen mit Brasilien, Boxenausfahrten, finde ich, die es so gibt. So, ich werde jetzt hier schön mit Hot Lap mal zwei Runden in den Asphalt reinbrennen. Und sogar mit Fett gemischt, Leute, ja? Auch wenn es risikoreich ist, wir am Ende dann mit Marker fahren müssen. Egal, wir probieren es nochmal alles. Es ist das letzte Rennen der Saison, die letzte Chance, Mercedes nochmal zu besiegen. Das ist uns bisher echt praktisch nur gelungen, wenn die technische Probleme hatten. Das war alles wie in echt. Codemasters, guten Job gemacht, ja? Formel 1 hier im Spiel, wie in echt. Mercedes unschlagbar, wenn die nicht selbst irgendwelche crazy Fehler machen. Was sie selten machen, aber in Deutschland ja gemacht haben zumindest. Ich fand es übrigens mega geil, dass in Deutschland, beim Deutschland Grand Prix, habt ihr, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, da haben sie sich komplett im 50er-Jahresstil gekleidet. Zum Jubiläum von 200 Mercedes Grand Prix und gleichzeitig 125 Jahre Motorsport bei Mercedes allgemein. Ja. Praktisch das erste Rennen der Welt war so ein Rennen in Frankreich und da haben zwei Autos beide gewonnen. Ich weiß nicht warum beide, aber wahrscheinlich haben die gesagt, ja, wenn die jetzt innerhalb von ein paar Sekunden ankommen, dann gewinnen erstmal beide einfach. Und beide Autos haben einen Daimler-Motor benutzt. Boah, wow, Lex! Lol, wir hatten diese Lex seit vielen, vielen Rennen nicht mehr, aber jetzt wieder. Und dementsprechend ja, haben sie praktisch das erste Rennen der Welt, haben sie auch direkt gewonnen. Und dann 125 Jahre von dieser Geschichte. Beeindruckend auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Aber zur Feier haben sich halt alle so altmodisch gekleidet. Sah richtig geil aus, habt ihr ja direkt von über der Box beobachten dürfen. Ne, sogar mit Hut war Toto Wolff da. Die Mechaniker hatten so alte Rennanzüge an, sah richtig cool aus, so Schiebermützen und sowas, alles war mega geil, wirklich geil. Aber, wieso bekommen wir kein DRS, frage ich mich. Und zum anderen, zweite Sache, irgendwie hat es kein Glück gebracht, sondern eher Pech,
weil beide Fahrer eben mit Fahrfehlern rausgeflogen sind. Im Regen, muss man allerdings dazu sagen. Ja. Viele sind rausgeflogen, aber von Hamilton erwartet man es am wenigsten. Krass, dass ich keinen offenen Flügel bekomme. Doch, hier. Jetzt bekommen wir ihn. Und können damit Russell clearen, zumindest direkt. Innen gehen wir vorbei. Als ob, Alter. Ich musste richtig nochmal die Bremse aufmachen, um an Russell vorbeizukommen. Und fast in den Giovinazzi reingefahren. Das hat Zeit gekostet. Gute Arbeit. Nee, sauber war das nicht wirklich. Ich verliere jetzt richtig viel Zeit auf Hamilton, weil ich jetzt hier halt im Verkehr fahre. Das ist Mist, ehrlich gesagt. Ich fahre halt langsamer als Giovinazzi, wenn ich nicht vorbeikomme. Vettel hat irgendwelche technischen Probleme, weil seht ihr, wo der ist? Oh, ganz böse, Leute. Ich hätte vielleicht nicht stoppen sollen, aber ich muss es versuchen. Jetzt auf der Geraden kommen vorbei. Das sollte kein Problem sein. Benzin ist bei Planziel minus 1. Fahr bitte den Motor runter. Eieiei, jetzt habe ich in dieser Kurve Kubica vor mir. Die fährt mal halt voll und er fährt sie nicht voll mit seinem Williams. Alter Schwede, Mann. Was ich verstehe, warum sie so gegenhalten. Komm, das würde ich dann echt auch nicht machen. Also manchmal schon, aber in der Situation glaube ich echt nicht. So, ich sehe Mercedes nicht. Ist Mercedes vor mir? Oder hat Mercedes noch nicht gestoppt? Mercedes hat, glaube ich, noch nicht gestoppt. Ne, ihr seht es auf der Karte. Lewis Hamilton meilenweit vor allen anderen weg. Ich habe keinen DRS bekommen, also echt Pech im Verkehr gehabt, leider. Dementsprechend jetzt auch wieder kein DRS. Bin hier mithin im Verkehr. Kann nur hoffen, dass sie ja vorne schnell genug sind und dann in die Box abhauen, bevor ich bei denen bin. Aber die fighten da vorne auch noch, das ist nicht gut. Jungs, fahrt einmal bitte nach Hause schnell. Und es kommen ja so schnell an euch ran. Albon crasht auch noch mit Ricardo, die schenken sich hier gar nichts. Och, Jungs. Ah. Pierre ist in der Boxengasse. Ah, jetzt fahre ich auch mehr eine Scheiße hier zusammen. Komplett abgelenkt. Oh, immer, war auch gerade eben schon an derselben Stelle hier, ne, am Ende der letzten Kurve. Hamilton ist längst raus aus der Box, das wird nichts gewesen sein. Eher hat Hamilton dann noch gewonnen, aber wir mussten es versuchen, Leute. Ich bin trotzdem froh, dass wir diesen frühen Stop gemacht haben und es wenigstens versucht haben. Es hat nichts gebracht, Hamilton ist da vorne. Ich glaube aber auch, dass, was wir aufgehalten wurden, 7 Sekunden haben wir jetzt einen Abstand, hätte auch nichts mehr verändert. Hamilton ist einfach zu schnell für uns. It is, wie es ist. Aber der zweite Platz, Leute, den halten wir jetzt und hoffen darauf, dass da vorne vielleicht bei Hamilton doch noch irgendein technisches Problem auftaucht. Und ich sage euch, das ist mehr als möglich, das ist absolut möglich. Und wenn nicht, fahren wir hier einen Mega-Podiumsplatz zu Ende und hoffen mal, dass Gasly, unser Teamkollege, es geschafft hat, an Bottas vorbeizukommen, vielleicht beim Pitstop und hoffentlich nicht beim Pitstop zurückgeflogen ist. Wir mit dem Benzin noch aus. Denn dann, aber es sieht danach aus, Leute, weil nur Russell, der noch nicht gestoppt ist, hinter uns, ansonsten sieht es danach aus, tatsächlich, dass unser Teamkollege Gasly gerade auf dem dritten Platz effektiv fährt. Und das würde bedeuten, dass wir ein Doppel-McLaren-Podium zum Saisonabschluss hätten. Was wäre das denn? Was für ein geiles Vorzeichen auch für die nächste Saison, wo wir McLaren zum Weltmeisterteam machen wollen. Wie fett wäre das heute? Ich habe im echten Leben keine hohe Meinung von Gasly. Also privat kenne ich ihn nicht. Ja, aber von seinem fahrerischen Talent und wie er Druck standhält, scheint es nicht allzu hoch zu sein, muss man einfach sagen. Aber hier in Formel 1 ist es wohl eine andere Nummer. Denn da bringt er richtig gute Leistung. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ja, nicht erst seit gerade eben, aber okay. Egal, wer es soll, wenn wir in einem Jahr, also beziehungsweise in 20 Folgen, wieder hier sind oder in 21 Folgen, an diesem Ort Feuerwerk erzönt und wir Weltmeister werden im letzten Rennen, vielleicht noch in der letzten Runde, wenn wir das entscheidende Überholmanöver gemacht haben, Leute. Das würde ich mir wünschen fürs nächste Jahr. Das finde ich geil. Was denkt ihr? Wie wird das nächste Jahr? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Und ihr habt jetzt da oben links weiß auf schwarz und mit ein bisschen orange gesprenkelt. Denn von der Laden und Gasly sind auf 2 und 3 und damit das Doppel-McLaren-Podium. Stellt euch das mal vor.
Er ist aber ein bisschen unter Druck hinter ihm, aber nicht wirklich. Hinter ihm folgt tatsächlich ein Toro Rosso. Was ist hier los? Ist doch ein bisschen zu nah an der Realität, ja? Und danach noch ein Force India. Ist ja wirklich das Ergebnis hier vom Deutschland Grand Prix schon fast. Nur dafür fehlt noch eine Sache, nämlich dass Hamilton sich wegdreht da vorne. Lewis, schau mal nach, wie es in echt gelaufen ist. Bitte dasselbe nochmal. Das wär's jetzt. Wir sollten anfangen, Benzin zu sparen. Mischung 1. Mischung 1. Ich höre euch schon schreien die ganze Zeit, dass ich das machen soll. Ich habe das komplett vergessen. Aber ist kein Problem, Leute. Wir haben so einen Abstand nach vorne. Und ja, nach hinten halt auch. Dass wir jetzt hier easy ein bisschen Sprit sparen sollten. Und dann kriegen wir schon hin. 4 Runden haben wir noch. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das sollte etwas Benzin sparen. Easy, 10 Sekunden, ja, nach vorne. Da können wir eh nichts mehr machen. Bisschen Lift and Coast. Irgendwas ist wohl gerade passiert, ja, weil alle hier gerade einmal kurz ausrasten. Aber wir sparen jetzt einfach mal Benzin. Ach, guck mal, es geht auch fix hier, wie ich das Benzin hier alles einspare. Gar kein Problem. Wir können uns halt keinen zweiten Stop erlauben. Wir sind in Anführungszeichen nur 7 Sekunden vor Gasly. Sonst hätte ich gesagt, wir wechseln nochmal hier, packen das neue Softreifen drauf und ballern nochmal eine schnellste Rennrunde in den Asphalt. Aber das ist nicht möglich gerade. Was wir machen können, ist natürlich, ich meine, die Reifen sind, glaube ich, halbwegs gut genug, sind halt nur nicht rot. Nochmal schön hier sparen. Auf, dass wir nochmal fett fahren können in der letzten Runde. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Und wir haben auch noch, also unser Sparziel, wir haben noch was vor uns, ja. Überhaupt auf Null zu kommen, muss man auch dazu sagen. Ist auch nochmal eine kleine Herausforderung. Bis dahin kommt Gasly, fällt sogar wirklich nochmal an uns ran. Dann gibt es doch nochmal das Teamduell hier und das mit mir, der auf Mager fährt. Ich fahre halt echt langsam, weil es dauert doch länger als gedacht hier. Wir sind bei minus 0,7. Und ich bin auch kein guter Langsamfahrer. Dann verpasse ich immer komplett hier meine Punkte. Alter, wie das wohl lecken wird, wenn am Ende der letzten Runde das Feuerwehr kommt hier. Dann geht gar nichts mehr. Gasly hat einfach 3,5 Sekunden jetzt gerade aufgeholt. Bisschen schneller muss ich wohl schon fahren. Von hier aus sehen deine Reifen noch astrein aus. Ja, sind auch top. Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Mach ich. Alles gut. Ich versuche es mal halbwegs normal zu fahren und nur ein bisschen Lift and Coast zu machen. Das ist nicht so krass früh hochschalten. Weil sonst kommt mir der Gast hier da schon zu nah langsam. Dann bekommt er auch DRS irgendwann und so weiter. Das ist doch kein Zustand. Ja, lieber machen wir jetzt hier gleich schön Lift and Coast. Komm, mir geht schon bergab und zack jetzt. Lift and Coast, Lift and Coast, Lift and Coast, zack. Ne, also für jeden, der Lift and Coast nicht kennt, einfach nur früh vom Gas gehen und das Auto rollen lassen. Spart logischerweise schön Strom. Oder Strom, ja, Strom spart es vielleicht auch, weil wenn nicht mehr Strom wäre, wir sind ja Hybrid, spart es auch, aber vor allem Sprit. Darauf muss ich gerade achten. Und jetzt wieder vom Gas gehen, warten und bremsen. So wie wenn ihr eine rote Ampel vor euch habt und dann schön frühzeitig, sag ich mal, vom Gas geht, um möglichst energiesparend unterwegs zu sein. Genau dasselbe versuche ich jetzt hier auch gerade. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Ich nehme ERS jetzt auf Medium zum Kompensieren, damit wir das nochmal machen können. Um eine schnellste Runde zu fahren, müsste ich halt eigentlich mich hinter Gasly zurückfallen lassen in der letzten Runde, um damit DRS ihn zu überholen. Das wäre halt Risk hoch 10. Aber wenn ich schaffe, ihn dann in der zweiten DRS-Zone wieder zu überholen, könnte ich halt eine echt gute Runde fahren. So. Naja, mal schauen, ob er mich von selbst überholt, wenn ich jetzt die ganze Lift and Coast mache. Er wird auf jeden Fall jetzt schon DRS haben. Ich bin immer noch 0,25 minus. Gott sei Dank noch einen kleinen Abstand nach da hinten.
Jetzt wird das versuchen, nämlich mal stark an. Ah ja, auf Überholen hier gestellt, mein ERS. Oh Gott, er geht einfach vorbei. Okay. Aber jetzt haben wir DRS. Und jetzt haben wir mit, er hat sein ERS voll aufgebraucht, um irgendwann dran zu kommen, glaube ich, weil wir können so easy vorbeifahren, obwohl ich nicht mehr auf Fett gefahren bin. Nur mit ERS-Überschuss, glaube ich. Ja, wir sind vorne. Keine Teamkollegen-Kollision, Alter. Ganz, ganz wichtig. So, wir sind aber gleich wieder unten rechts des Plans. Hier sind wir wieder im grünen Bereich. Wir fahren jetzt mal eine Standard-Lap und schauen mal, ob wir da an eine Bestzeit rankommen können. Wobei, die hat gerade Lewis Hamilton gefahren. Ich glaube nicht, dass wir da rankommen. Schauen wir mal die erste Sektorzeit an, die zweite, und im Zweifel sparen wir dann nochmal. Ne. Oh Gott. Okay, so wird es erstmal nix. Halleluja. Also soll ich ihn vorbeilassen? Um es nochmal zu versuchen mit der schnellsten Rennrunde. Hamilton kann es eigentlich nicht gemacht haben mit DRS. Ne, der ist allein unterwegs. Komm, wir lassen ihn einmal vorbei. Wir lassen ihn vorbei. Beziehungsweise, was heißt, wir lassen ihn vorbei. Er ist halt einfach schneller gerade. Jetzt heißt nur dranbleiben, Leute. Und eine Mega-Runde muss ich jetzt hinzaubern gleich. Eine Mega-letzte Runde muss ich hinzaubern. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Oh, Leck. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jetzt Vollgas. Eine Sekunde auf deinen Hintermann. Eine Sekunde. Nee, aber es wird nichts, Leute. Habe ich nicht ideal erwischt. Schade. Aber halt DRS, ne? Weiß nicht, ob es auch was hilft, Leute. Jetzt hier auf der langen Geraden. Gut, auf der zweiten werden wir DRS jetzt nicht haben, aber ist auch egal. Wichtig ist, dass wir überhaupt wieder vorbeikommen. Und ich gehe runter auf Standard jetzt für den letzten Abschnitt. Wir haben auch einen grünen Sektor gehabt, aber mit durch DRS, aber halt keinen lilanen. Dürfte nichts werden hier mit der absoluten Bestzeit, aber trotzdem nochmal mit einer netten letzten Runde, wichtigen Überholmanöver. Ja, der Gast, die durfte zwar mal kurz vorne schnuppern, aber ist auch klar hier, wer der Nummer 1 war am Team ist, der wird auch vorne bleiben. Denn das bin ich. Oh, nicht mal einen dollen. Verrutscht irgendwas. Und wir sehen kein Feuerwerk. Was für eine Saison. Weil Hamilton so weit vorne war. Großartige Arbeit dieses Jahr. Wirklich großartige Arbeit. Dankeschön. War es schwierig, aber du hast alles überstanden. Bin gespannt, wie das Ende der Saison aussieht. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Ja,
Die haben einfach dieses Jahr dominiert, da konnten wir alle nichts machen. Wie konnten sie diesen Sieg erringen? Ja, sind einfach gut. Gutes Auto. Dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Ja, Butler 5, nicht schlecht. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes Team reichlich zu feiern an. Geben und sie haben es sich verdient. Ja, meistens zu feiern wird es ja wohl bei McLaren. Zwei McLaren auf dem Podium, weil der Gasly kann es kaum fassen, sein erstes Podium hier. Und auch der von der Lahn, ja. Ich bin auch dabei am Start hier. Geil, Leute. Das ist auch ein geiler Saisonabschluss. Auch wenn wir keinen Sieg mehr geholt haben, das war dieses Jahr noch nicht drin. Mercedes zu stark. Nächstes Jahr wollen wir Weltmeister werden. Aber schöner Abschluss jetzt hier für McLaren. Nochmal das Doppelpodium zum Abschluss. Geil. Ey, also, da kann man wirklich nicht meckern. Für dich der Fahrer des Tages. Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Hans Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So krass, eine halbe Sekunde bin ich einfach hinter Hamilton gewesen. War meine schnellste Runde nochmal die letzte? Ne, meine zweite war die schnellste. Krass, wegen den roten Reifen halt. Das wird den Unterschied gemacht haben. Am Ende war ich aber fast. Meine letzte Runde war nur 28 oder weniger. Gut 20 Hundertstel. Nur weg. Oder 20 Tausendstel. Nur 2 Hundertstel war so weg von der... 2 Hundertstel von meiner bis dahin schnellsten. Und damit war ich aber insgesamt eigentlich ganz gut unterwegs. Ja, nur Hamilton war eine halbe Sekunde schneller. Ansonsten, guckt euch mal das Feld an. Ansonsten war meine Zeit eine halbe Sekunde schneller als die von Max Verstappen. Und sonst war niemand auch nur ansatzweise nah. Gut, Charles Leclerc, aber der ist halt ausgeschieden. Und ich war auch vor Charles Leclerc. Schade, Leute. Zweitbeste Zeit, aber gegen Hamilton war diese Saison einfach nichts zu machen, Leute. Ja, da hatten wir keine Chance. Das kann man, glaube ich, mitnehmen. Sowohl in der echten Welt als auch hier im Spiel in meiner ersten Singleplayer-Saison, die ich jemals gemacht habe, tatsächlich in Formel 1 auf YouTube. Oder überhaupt, ich habe noch nie eine gespielt, so als Saison davor. Das hier war der Start, ja. Wir konnten uns Gott sei Dank da gegen den Toro Rosso von Weber durchsetzen. Und sind so vorne geblieben. Na, ein bisschen Leclerc nochmal angeschoben, gesagt, dass wir da sind. Und uns dann hier am Ende der langen Geraden, glaube ich, in der ersten Runde haben es geschafft hier, haben rausbeschleunigt. Ich habe mich dann hier einfach innen reingesetzt und konnte da den Platz holen und Leclerc hat nachgegeben. Dadurch waren wir vorne. Aber, das war, glaube ich, schon die zweite lange gerade, ne? Erste gerade hatten wir auch schon, wurde gar nicht gezeigt. Dafür schöne Zeitlupenstudien hier nochmal zum Abschluss. Wir haben einen Ferrari im Hintergrund. Irgendwann ist Leclerc eher ausgefallen mit technischen Problemen. Vettel war auch ganz hinten. Also irgendwas mit Ferrari war nicht ganz ordentlich bei diesem Rennen. Hier habe ich viel, viel Zeit verloren. Ich glaube, im Endeffekt war es egal, Leute. Wir hätten es eh nicht geschafft, Hamilton zu bekommen. Deswegen, ich habe alles versucht, auch mit dieser riskanten Taktik. Hat nicht funktioniert. Verloren haben wir aber auch nichts. Wir sind ja Zweiter geworden. Jetzt könnte es hier zum Abschluss nochmal unser Überholmanöver gleich geben. Ja, hier seht ihr, ich habe ja alles versucht, um keine Zeit zu verlieren, hat nichts gebracht. Aber zum Ende dann nochmal das Duell, teaminterne Duell mit Gasly gehabt. Ja. Da kommt er nämlich aus der Box raus, ja, ganz Eck hinter mir. Ich hatte ordentlich Vorsprung, aber ich habe ja zu viel Sprit verbraucht dafür mit meiner riskanten Taktik und habe deswegen am Ende natürlich sparen müssen. Das hat den Gasly nochmal mehr als rangebracht, sogar an mir vorbeigebracht. Aber war ja alles Teil des Plans, um nochmal DRS zu bekommen und an ihm vorbeizuziehen. Und wenn das nicht in den Highlights drin ist, dann weiß ich auch nicht. Hier ist in den Highlights drin, Leute. Jetzt sind wir schon hinten. Beste Kamera natürlich. So, jetzt sind wir hinter ihm. DRS war in dem Fall aber schon an. Ich glaube, wir waren schon wieder vorne zu dem Zeitpunkt, oder? Zu dem Zeitpunkt waren wir schon wieder vorne, Leute. Das ist jetzt hier nur ganz das Ende, wie wir jetzt ins Ziel, glaube ich, reinfahren und damit Saison abgeschlossen haben, ja? Fünfter Weltmeisterschaft. Und leider war Gasly zu spät bei uns im Team, denn das war schon das Ende. Denn sonst hätten wir, glaube ich, in der Konstrukteursmeisterschaft auch noch mehr erreichen können. So sind wir in der Konstrukteursmeisterschaft sind wir auf dem vierten Rang natürlich gelandet, mit einem deutlichen Abstand, aber auch einem deutlichen Abstand nach unten zur Racing Point. Also ich würde sagen, erfolgreich. Fünfter Platz in der Meisterschaft, auf jeden Fall vor Verstappen geblieben, klar. Auch super. Leclerc, obwohl er ausgeschieden ist, dem konnten wir nicht mehr gefährlich werden. Aber das wird nicht leicht, Leute, nächste Saison irgendwie von 5 auf 1 zu kommen, aber das ist das erklärte Ziel auf jeden Fall. Und mit erhöhten Schwierigkeitsgrad und Ideallinie aus wird es noch mal schwieriger. Großartige Leistung da draußen.
Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Mhm. Ja, jetzt lacht sie auch. Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? Claro. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Ja, aber mein Team hat ja immer nicht geglaubt. Ich möchte bei McLaren bleiben, Erzählen Leute, das Sie uns ist doch, klar. Was da heute zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen passiert ist. Hat eine klasse Wettkampf, glaube ich. Klasse, das war dann alles. Sehr schön. Ja, wir waren definitiv Best of the Rest nach Mercedes. Hier in den letzten Rennen eigentlich immer wieder. Nur der Anfang der Saison, da muss ich mich noch ein bisschen eingrooven. Noch nicht ganz, aber hier Rivalität gegen Leclerc haben wir auch schön nach oben gepusht. Die gegen Pierre Gasly gewonnen. Punkte gab es nochmal. Ich glaube, wir kriegen auch extra Teampunkte, weil wir den zweiten Platz hier erreicht haben und damit es geschafft haben. Müsste auch nochmal gleich hier stehen. Ja, Team Ziele genau, 600 Pone um drauf. Am Saisonende auch nochmal Punkte Rivalität. Da können wir nochmal ordentlich was entwickeln, Leute. Ja, da haben wir jetzt nochmal 3300 Punkte. Nicht schlecht. Ne, Teamziel erreicht. Sehr schön. Und wir sind auch, also wir sind schon fast Veteran hier nach einer Saison. Also wir sind schon Veteran, aber wir sind, bald ist die Leiste voll. Frag ich nur, was das bringt. Oh! Eine tolle Saison. Hallöchen. Deine Leistungen waren gut. Und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Oh, das möchte ich auch machen. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Ja, sehr schön. Puh. Na gut, Leute. Vertragsverhandlungen. Wir wollen ja eh beim McLaren bleiben. Also, wir können ja eigentlich nur hier alles auf... Warte, Qualifying. Nein. Qualifying Platzierung 4, erwarte Rennplatzierung 3. Ich würde sagen, das ist das, was wir machen wollen. Teamziele schwer. Also ja, natürlich alles auf Level 3 hier, damit das alles irgendwie besser ist. Und dann sollten wir das eigentlich auch bekommen. Also wir sollten die Ziele nicht so hoch stecken. Ich glaube, bei 4 und 3, das ist schon... Können wir schon machen. Und wir haben überall das Höchste ausgewählt. Ja. Wir wollen bei McLaren bleiben, Leute, ja. Also, okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Sehr schön. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Sehr gut. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Oh, das hört sich ja gut an, Leute. Also, wenn ich jetzt drücke, dann geht's weiter in die neue Saison. Besprechung hier, lesenswert da. Weber ist auch zufrieden mit sich. Felix von der Laden war... er schreibt irgendeinen Schwachsinn gegen uns. Naja. Gut. Leute, wir sehen uns in der nächsten Saison wieder. Geht direkt weiter natürlich. Also wir sehen uns wahrscheinlich direkt übermorgen wieder mit dem nächsten Rennen, wenn ich es irgendwie schaffe. Ich muss jetzt für die Longboard-Tour vorproduzieren. Also vielleicht machen wir 2, 3, 4 Tage Pause bis zum nächsten Rennen. Aber dann geht es vielleicht auch nur 2 Tage. Mal schauen, es kommt darauf an, wie schnell ich es schaffe aufzunehmen. Ich versuche auf jeden Fall, dass wir einfach ganz normal in 2 Tagen schon weitermachen. Und dann gibt es wieder ganz normal jeden zweiten Tag auch ein Rennen von der zweiten Saison. Und dann wollen wir eben Meister werden. Das ist das Ziel, Leute. Das hier war der Abschluss. So sieht's aus am Ende. Ich glaube, unsere Trophäen hier sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ein erster Platz. Fünfmal einen zweiten Platz tatsächlich. Zweimal dritter. Also ja, einmal erster, fünfmal zweiter, zweimal dritter. Stark. Kein einziges Mal vierter tatsächlich, wie es aussieht. Ich glaube, auf diese Saison kann man sehr, sehr stolz sein. War klasse, Leute. Das war tatsächlich eine richtig gute Saison. Wir sind das drittbeste Team. Jetzt die Frage, wie das sozusagen für die nächste Saison aussieht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas jetzt entwickeln sollte oder ob ich jetzt nichts entwickeln sollte für das erste Rennen. Bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ich glaube, ich warte lieber bis zur nächsten Saison. Oder? Muss ich jetzt drücken oder nicht? Ich glaube, ich drücke erst nächste Saison auf entwickeln, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich jetzt irgendwas kaputt mache. Höchstens so ein Chassis-Ding hier, was jetzt eh nicht viel kostet. Gönnen wir uns schon mal. Ja, steht auch, bis Australien ist es fertig. Ach, wahrscheinlich zählt schon, komm. Wenn es eh schon zählt, ich muss Aerodynamik entwickeln. Da sind wir das zweitschlechteste Team, Leute. Aber es ist kein großer Abstand. Das heißt, wir können eigentlich da auch einiges entwickeln, was uns hoffentlich groß voranbringen wird. Und zwar einmal hier in der Mitte. Das ist der Diffusor, der muss einmal neu gemacht werden. Ach, und davor muss ich erst das hier machen. Erst die Luftleitbleche. Aber ist ja immerhin ein bisschen günstiger jetzt geworden. Das hier auch noch. Ich glaube, das könnte uns hier ordentlich nach vorne bringen, wenn alleine das irgendwie funktioniert. Ich werde einfach, jetzt gehe ich jetzt voll auf Aero hier.
Okay, bitte sag mir, dass es kein Fehler war, sondern dass jetzt das zählt praktisch für den nächsten Song. Aber macht ja, er muss ja wohl sein. Okay, Leute, das wurde mir sogar empfohlen. Also, wir haben Upgrades für die nächste Saison. Mal gucken, wo wir da landen, ob wir Mercedes gefährlich werden können. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, um Weltmeister zu werden. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt mal noch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, hier, ihr könnt noch sehen. Referenz, so, wir stellen auf jeden Fall die Verhalten, nämlich schon mal hier die Ja-Linie aus. Das wird es nämlich geben. Und ob 95 oder 100, da teste ich noch, das stelle ich ja dann gleich ein. Mal schauen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr meint. Und danke für euch fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid nach meinem ganzen Gelaber, drückt den Daumen nach oben und macht's gut. Ciao.